Willkommen zu diesem Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode der 7 Minute Squads. Episode Nummer 59 mittlerweile. Wir sind nah dran an der Triple Nuclear. Naja, noch 31 Folgen. Double Nuclear ist gar nicht mehr so weit weg mit einer Folge noch. Aber ja, das werden wir bestimmt schaffen. Bin ich mir relativ sicher. Ja, ich wollte eigentlich gerade ein Pack-Opening machen, aber mir ist aufgefallen, irgendwie, wenn ich hier FIFA Points kaufen will, ne, dann gibt es da keine 12.000 mehr. Warum nicht? Das würde ich gerne wissen. Wenn ihr das wisst, schreibt es mir in die Kommentare, ob das dauerhaft so ist oder nicht. Ich bin normalerweise relativ gut informiert bei sowas, aber diesmal offenbar nicht. Wenn ihr selber PSN-Guthaben, Microsoft-Guthaben braucht, um Packs zu öffnen, schaut bei Kinguin vorbei, wenn ihr mich unterstützen möchtet. Link ist in der Videobeschreibung. Ebenfalls zu Sennheiser für günstiges, günstiges ist immer gut, ja, gutes Headset. Wieso gutes Headset? Gute Headsets. Vom Marktführer, richtig, meine Güte nochmal. Und Twitter, Facebook ebenfalls in der Videobeschreibung, wenn euch das Video gefällt. Lasst einen Daumen nach oben da, würde ich mich sehr darüber freuen, unterstützt mich wirklich sehr und natürlich auch den Kanal und zeigt mir, dass ihr die Serie weiter sehen wollt und dass es nicht langweilig wird. Gut, Gold, 150 Münzen. Mal sehen, wen gibt es denn auf der zweiten Seite so, der interessant ist? Santi Casola. De Rossi. De Rossi habe ich noch gar nicht gespielt dieses Jahr, was eigentlich eine Farce ist, weil ich den letztes Jahr so gefeiert habe und das Jahr davor sowieso. Also De Rossi ist ein echt nicer Spieler, aber ich habe es echt noch nicht geschafft, den auszuprobieren. Es gibt natürlich auch viele gute zentrale Mittelfeldspieler momentan. Bei der Roma muss man ganz ehrlich sagen, mit Strootmann, mit Pjanic, mit... Ich glaube, das war es schon fast. Aber es sind genug. Es sind nicht wenige. Und dementsprechend kann man mir das, glaube ich, verzeihen, dass ich es bisher noch nicht gemacht habe. Jetzt mache ich es ja sogar im 7-Minute-Squad. Eine größere Ehre wird es für den guten De Rossi ja kaum noch geben. Abgesehen davon, dass er Stammspieler bei Roma ist, wo er wöchentlich vor deutlich mehr Fans spielt. Ah, das ist ja egal. So, ja, wir finden hier keinen... Ach doch, da. Perfekt. Gutes Timing. Den müssen wir jetzt noch im Verein packen. Und dann bin ich mal gespannt, welche Formation wir spielen. Wir müssen mit dem Sechser spielen. Müssen, wa? Weil De Rossi ist ein Sechser. Ob er alleiniger ist oder zu zweit, ist eigentlich vollkommen egal. Aber er ist halt nun mal einfach ein Sechser. Deswegen müssen wir mit dem Sechser spielen. Ich habe gerade den Controller gegen den Tisch gehauen. Aber das ist nicht so wichtig, denn es geht ja nur um die Formation. Und da kann auch der Controller kaputt gehen. Das ist nicht so besonders schlimm. Ja, 4-4-2-2 wäre möglich, aber hatten wir halt erst in der letzten Episode. Deswegen lassen wir das mal. Machen wir besser nicht. Und... Ach du Scheiße. Na gut. Nein, nicht Fellaini, nicht Fellaini, nee. So, De Rossi, okay, da bin ich mal gespannt, ob ich das hinkriege. Das ist eine gute Frage, weil das ist nicht definitiv nicht einfach in der Formation, weil ich mir ja die Links nicht merken kann. Jö, das ist immer wieder schön. So, der Timer muss gestellt werden, weil er noch auf dem Dings der letzten Episode ist. Und dann können wir loslegen in 3, 2, 1 und go. Alles klar, der gute De Rossi, ne, der hat ja ein paar coole Links an sich, aber erstmal nehmen wir jetzt Kastan. Warum auch immer das jetzt nicht cool ist, weiß ich noch nicht so wirklich, aber es wird Gründe geben. Ja, komm, Beobachtungsliste, wird sowieso jetzt nicht direkt gekauft. Jetzt muss ich überlegen. De Rossi, der braucht noch zwei Links. Das heißt, vielleicht ein Innenverteidiger noch aus der Serie A, wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Ein Franzose zum Beispiel. So Maxes oder Siani oder Horto oder... Wo ist denn hier? Rami. Wobei, letztes Mal hatte ich Rami, da muss ich dieses Jahr... Nee, doch, ja. Muss ich dieses Mal theoretisch Maxes nehmen. Ich packe aber mal Rami auf die Beobachtungsliste. Es ist Maxes. Ja, ihr wisst Bescheid, ich habe mich dummerweise verklickt. Das war ein Spaß, die Luft. Naja, egal. Gut, haben wir schon mal einen Link mehr. Jetzt brauchen wir noch... Oh, ich kann... Kiss geht nicht. Ich muss das immer direkt hinzufügen. So, hier kommt jetzt Kastan hin und hier kommt... Das heißt, er braucht noch... Scheiße, echt, das ist echt... Keine Ahnung, was sie sich dabei gedacht haben. Machen wir das einfach so kompliziert. Egal. Wir brauchen jetzt einen Torwart noch aus der Serie A. Und dann nehmen wir spontan Handanovic. Wie eigentlich immer, weil Torwart und Serie A, das passt in dem Fall ganz gut zusammen. Links. Ne, jetzt steht. Rechtskastan oder Linkskastan? Ich weiß es nicht. Links steht jetzt Maxe. Ja, links steht Maxes. Dann nehmen wir jetzt. Kurzawa? Kurzawa. Ja, Levin Kurzawa. Passt bestimmt. Nicht Kurzawa, Kurzawa, Kurzawa. Nein, der kann nicht links stehen. Maxes. Dann müssen wir Diego Lopez nehmen. Ist auch egal. Nehmen wir Diego Lopez. Wobei. Doch, ja, doch. Wobei. Doch. Ist gerade so verwirrend. Ne? Diese Formation macht mich fertig. Das ist nicht mehr normal. Gut. Des Weiteren brauchen wir jetzt einen linken Mittelfeldspieler aus Frankreich. Und dann nehmen wir Antoine Griezmann.
Das war so blöd, fällt mir gerade auf. Gibt es einen brasilianischen zentralen Mittelfeldspieler aus der BVA? Ja, gut, komm. Was soll's. Nehmen wir Rafinha, nehmen wir den kleinen Bruder von Thiago, der wird das schon irgendwie machen können. Und schon weiß ich wieder nicht weiter. Diese Formation ist so schrecklich. Das ist... So, wir nehmen jetzt einen zentralen Mittelfeldspieler. Aus Brasilien. Aus der Serie A. Das ist echt... Ich habe keine Ahnung, was ich hier tue. Ja, Hernandez wird es wohl werden. Ja, komm. Was willst du tun? Stürmer. Brasilien, WBVA. Ich glaube nicht, ne? Doch. Ja, nur weil es ging halt auch Charles. Aber Charles ist... Jonatas. Ich glaube, ich würde mich ja sogar fast für Matos entscheiden. Warum eigentlich nicht? Nee, war Matos. Rechter Mittelfeldspieler. Irgendein Brasilianer. Willian. Willian? Ich habe ganz doofes Gefühl. Es ist, nee, wir können nicht Willian nehmen, weil... Obwohl, schauen wir mal nach, ob irgendwie... Nee, es ist... Ihr merkt schon, das ist echt eine Formation. Da reitet mich FIFA wieder in was rein. Ja, ich wusste, es gibt nur Ivanovic. Und Ivanovic in Form, also bitte. Es geht natürlich dann doch. Nein, Ivanovic ist einfach zu langsam effektiv. Das bringt mir gar nichts. Rechter Mittelfeldspieler Brasilien gibt es sonst noch Kelvin Hulk. Hulk und Anjukov. Von mir aus. Würde gehen. Geht auch, glaube ich. Und dann Anjukov. Und... Meine Stimme verlässt mich gerade. Ich rede aber einfach... Ihr hört's. Es kratzt. Aber ich habe versucht weiterzureden. Hat aber nicht funktioniert, weil es die Scheiße angehört hat. Wir entfernen einfach mal alles von der Oberfläche und gucken mal nach, ob wir auf volle Chemie kommen. Ich bezweifle es gerade, wie ich fast noch nichts in meinem Leben bezweifelt habe. Aber wir schauen einfach mal nach. Wenn wir jetzt hier... Ich glaube, es hat jetzt schon viel geschlagen. Stark! Einfach stark. Egal. Machen wir einfach mal. Rafinha kommt jetzt hier hin. Nicht Rafinha, Rafinha. Der, ne? Ja. Ah! Nein, so. Gibt es da erst auf 2 noch mit 77? Als ob es nicht schlimm genug wäre, dass es schon so viele gibt. Nein, es muss noch ein mehr geben. Wie? Oh Mann, jetzt hat er 78. Alter, das macht mich fertig hier. Raf. Wehe, du bist nicht der Richtige. Dankeschön. Ja, toll. Kann ich reden? Ich weiß, warum ich das überhaupt gerade noch baue, weil einige sinnlos, weil sinnlos einfach. Weil ein Spieler definitiv nicht auf volle Chemie kommt. Und das ist Rafinha. Ja. Na gut, man könnte jetzt... Ach komm, wisst ihr was? Ich bin heute mal so optimistisch. Es funktioniert ja sonst bei allen. Wir spielen heute ohne Chemie bei unserem zentralen Mittelfeldspieler. Machen wir einfach mal. Ich habe jetzt keinen Bock, das Team nochmal umzuändern, weil an sich gefällt mir das ganz gut. Und, ja, okay, dazu... Stürmer ist jetzt auch nicht ideal, aber ist halt jetzt einfach so gekommen. Und dann muss man halt auch mal das Schicksal so annehmen, wie es dann ist. Und dann spielt man halt einfach auch mal mit Matteo, einem Argentinier im Sturm, auch wenn man eigentlich einen Brasilianer haben möchte. Ich weiß echt nicht, was hier gerade los ist. Ich habe kurz überlegt, ob ich das weiterbauen könnte mit beispielsweise... beispielsweise hier... Rossi oder so heißt der... nee, Rossi heißt der, der hier auch bei Giron spielt. Ist das Giron? Das ist Giron oder... Nee, Cordoba. Spielt bei... Es wäre ja vollkommen egal, wo er spielt. Aber auch dann hätte Rafinha ja immer noch 2 Deadlinks. Und von daher... Ja, wäre das dementsprechend sinnlos. Torwart, machen wir trotzdem Diego Lopez hin, wenn wir ihn noch haben? Natürlich nicht. Egal, natürlich werden wir ihn dann kaufen. Ich werde mal hier so hinstellen. Diego Lopez. Ich freue mich jetzt schon mit dem Team ohne Chemie zu spielen. Aber gut, ist halt eine Sperre. Ist die 60. Alter, selbst das habe ich noch vergessen. Ich bin durch. Die 60. Episode wird halt
Was Besonderes. Sagen wir einfach was Besonderes. So, kommt Hernanes? Ja doch, Hernanes müsste auch völlig Chemie kommen. Guck mal, er hat sogar einen Chemiepunkt zu viel. Das heißt, den gibt er Rafinha und dann ist alles tutti. Rechter Mittelfeldspieler habe ich natürlich auch nicht, aber es ist Hulk. Auch der bekommt einen zu viel. Guck mal, dann können wir echt sogar hier eine Interessengemeinschaft bilden. Warum auch immer das eine Interessengemeinschaft ist. Und Rafinha Chemie geben. Hashtag gebt Rafinha Chemie. Bitte in die Kommentare schreiben. Macht zwar keinen Sinn, aber ist egal. So, fast volle Chemie. Ich wollte gerade sagen, alle kommen auf 9 Chemie, aber das stimmt ja nicht, weil Rafinha ist nur auf 6. Aber vielleicht mit dem brasilianischen Trainer kommt er immer auf 7. Und zwischen 7 und 10 sind ja, 7 und 9 sind ja nicht mehr so viel. Ah, sieht gut aus, sieht gut aus. So, Diego Lopez haben wir dann 1, 2, 3, 4, 5 Nationen. Und 4 Ligen. Ist nicht mein Meisterwerk, aber es liegt an der Formation, es tut mir leid. Es liegt einfach an der Formation. Ich muss mich rausreden, es liegt an der Formation. Egal, ich baue das Team fertig. Das Spiel wird wahrscheinlich morgen früh stattfinden, weil ich jetzt keine Zeit mehr habe. Aber vielleicht schaffe ich es noch, mal sehen. Auf jeden Fall, ja, bis gleich. So Leute, wir sind wieder da. Ich bin mittlerweile am nächsten Morgen, wie ich es angekündigt habe. Meine Stimme ist so gut wie weg. Ihr hört schon, das ist nicht mehr ganz normal. Ich war ja gestern Abend auf Abi-Party, auf der Abi-Party von meiner Schule. Und ja, meine Stimme hat ein bisschen drunter gelitten. Aber das ist nicht so schlimm. Wir gehen jetzt einfach in ein Spielchen rein. Ich muss auch in einer Stunde los, weil in einer Stunde geht es nach Hannover ins Stadion. Mal sehen, ob ich alles noch geschnitten und gerendert bekomme. Ich hoffe ja schon, damit ich das noch hochladen kann. Kann aber nichts versprechen. Wenn ich es nicht schaffe, kommt es heute Abend zu gegen 8. Ihr werdet sehen, wann es kommt. Davor habt ihr nur weil noch Karrieremodus und ein Pack-Opening. Von daher ist das nicht so schlimm, wenn ihr es jetzt nach dem Karrieremodus vor dem Pack-Opening seht. Freut euch, es gibt ein Pack-Opening. Bis gleich. Das Team heißt Sweat und auf sowas habe ich richtig Bock jetzt. Ich habe zum Glück gar kein Ach du Scheiße. Gar keine Gefahr, mich aufzuregen heute. Ich bin komplett entspannt, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ich habe wunderbar gerüsselt bis 11 Uhr. Nachdem ich um irgendwie 4 zu Hause war oder sowas. Ich habe keine Ahnung, ob ich zu Hause war. 3:30, 4 oder so. Nicht mal so spät, wisst ihr? Aber trotzdem war ich voll fertig. Was heißt fertig? Ich war nicht fertig. Ich war einfach gut gelaunt. Bin ich jetzt immer noch. Ja, komm schon. Oh, Mann. Los. Yay, 1:0. War das De Rossi? Es war De Rossi. Jawohl, 1:0. Für mich bisher ein sehr Benutzer... Ey, das ist unfassbar, ne? Wie soll es jetzt im Stadion werden? Egal. Für mich ein sehr benutzerfreundliches Spiel bisher, denn ich muss absolut nichts schneiden, weil ich muss ja das immer danach schneiden, ihr wisst Bescheid. Und bisher absolut benutzerfreundlich, weil nichts passiert in diesem Spiel. Elfmeter, weil Matos versucht hat, Volley zu nehmen und ich weiß nicht, wer es war. Der Redhead, wer ist denn der Redhead? Elm hat ihn daran gehindert. Ja, kann man geben. Ich beschwere mich über gar nichts. Wieder De Rossi. Doppelpack wäre natürlich jetzt geil, ne? Ganz ehrlich. Ich sage einfach nichts und schieße einfach. Wie wär's? Yeah! 2:0. Oh, fuck my life. Kurzawa. 25, 30 Meter, der Longshot sitzt im Winkel. Richtig geiles Ding. Vorne so Linksverteidiger. Ja, also bisher haben der Sechser und der Linksverteidiger getroffen. Läuft auf jeden Fall. Na, eher 25 Meter. Oh, nices Teil. Kommt der Rage Quit? Es kommt der Rage Quit. Was für eine klasse Partie. Das Team war zwar suboptimal, auch nicht auf voller Chemie, aber es hat sich bewährt. Es war ein schönes Spiel mit einem richtig schönen Tor von Kurzawa. Nein. So, zack, einmal vorgelegt und batz. So, das, die gefährlichste Szene meines Gegners war diese hier. Von Rasmus Elm aus 35 Metern beim Freistoß eine Latte geballert. Weil Lopez keinen Bock hatte, aber sonst war das nichts Besonderes. Wow, das ist echt ein Highlight. Naja, von mir aus. Das war's von dieser Episode. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben. Das sorry für meine Stimme und für die Kürze der Episode, aber muss halt auch mal wieder sein. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis dann. Haut rein und ciao.